Hi, hier kommen deine Energien zum Wochenende. Das Wochenende vom 9. bis zum 11. Dezember, 3. Advent, zwei Lichtlein, wenn du es so machst wie ich, nach ganz alter mittelalterlicher Tradition. Und ja, vielleicht ist dieses Wochenende auch nochmal so der Moment im Sinne von, oh mein Gott, was soll ich bloß verschenken? Und ich weiß nicht, ob du es mitgekommen hast. Ich habe ein Journal rausgebracht, das Stardust Journal. Und vielleicht ist das was, was du ja bei dir unterm Baum liegen haben möchtest, was du verschenken möchtest oder dir selber schenken möchtest. Dir und deinen 50 besten Freunden. Du hast Journaling-Seiten morgens und abends. Die Fragen wechseln ab und an mal. 77 Tage begleitet dich dieses Journal. Du hast einen Wochenrückblick, ja, Wochencheck, du hast einen Monatsrückblick, und kannst einfach sehr schön eintragen, deine Achtsamkeitsübungen machen, ja, Fragen beantworten, wie der Tag war, worauf du dich freust, um deinen Fokus aufs Positive zu legen, auf die Dankbarkeit zu legen, auf die Fülle im Leben zu legen. Und es ist so ein bisschen kleiner als A4, also auch super, um zu schreiben. Ich finde ja die kleinen Journals immer von der Idee her schön, aber da ist immer so wenig Platz oder ist immer unbequem, da reinzuschreiben. Und deswegen hier auch mal in groß, auch mit, sehen wir das hier irgendwo, so ein Bändchen, dass du weißt, an welchem Tag du gerade bist. Yay. Also, wenn du Lust hast, mein Journal zu verschenken, du findest den Link unten in der Infobox, da in meinem allgemeinen Link einfach draufklicken, dann wirst du zum Verlag weitergeleitet. Dann kommt das auch noch, kannst natürlich auch über Amazon bestellen. Gib einfach meinen Namen ein und dann kommt das. Aber wenn du den Verlag und mich mehr unterstützen möchtest, dann order es gerne über den Verlag. So, das dazu. Dann gucken wir mal, was uns hier am Wochenende erwartet. Wenn dich auch interessiert, welche Kartendecks ich hier benutze, die findest du auch im Link unten in der Infobox aufgelistet. Und wenn du ein Neujahrskartenreading haben möchtest, ich habe mich entschieden, nur noch 10 Plätze zu vergeben bis zum Ende des Jahres, dann buch es schnell. Dann buch es schnell. Link auch hier unten drunter, ne? Und wir haben hier eine sehr, sehr schöne, kraftvolle Karte. Verwurzelung, Licht, Ausdehnung. Ich umarme die Welt, ich umarme das Universum, ich umarme mich selbst. Und dieses Verwurzeln, verwurzelt sein in sich selbst, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man mal bedenkt, wie oft wir uns vom Außen in die Irre führen lassen. Irgendjemand reagiert nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir sind irritiert, verunsichert, werden maulig, traurig, enttäuscht, was auch immer. Aber Fakt ist doch, das kann doch nur passieren, wenn ich nicht in meiner Kraft und in meiner Mitte bin. Das heißt nicht, dass mir, wenn ich in mir selber ruhe, nur gute Dinge passieren. Aber sie erschüttern mich nicht so hart. Und guck mal, dass du an diesem Wochenende insbesondere mal schaust, dass du Dinge tust, die dir und deiner inneren Mitte gut tun, damit du so eine fundamentale Core-Stabilität in deinem Leben hast, dass egal was passiert, du dich wie dieser Baum, die Äste im Wind mitbewegen kannst, wie so ein Tanz des Lebens sozusagen, ohne dass es dich umhaut. Warum? Weil dein Wurzelwerk so tief und genial ist, dass ja, du einfach, dass einfach nichts mehr eine Rolle spielt, außer du selbst. Und alles andere sind halt Statisten in deinem Leben oder Momente in deinem Leben. Die Karte sagt jetzt nicht, dass irgendwas Schlimmes am Wochenende passiert, sondern es geht einfach darum, dich mit dir und deiner Kraft auseinanderzusetzen. Und dafür ist ja jetzt gerade auch diese Vollmondperiode da, dich auch mit dir und deiner inneren Wahrheit auseinanderzusetzen. Und guck da gerne nochmal ins Video rein. Ich verlinke dir das hier nochmal am Ende, was in dieser Vollmondzeit gerade essentiell zu wissen ist. Und es geht auch darum, sich nochmal mit seinen Träumen und Visionen auseinanderzusetzen und mal wirklich zu fühlen, wo rede ich mir ein, dass das Gute auch gut genug ist, weil ich mir aus irgendwelchen Gründen nicht zutraue, meine wirklich große Vision zu leben oder sogar auszusprechen oder mich überhaupt damit zu beschäftigen, weil es so dramatisch ist, wenn ich denke, was ist, wenn ich es nicht schaffe und was ist, wenn ich es schaffe? Oh mein Gott, das ist vielleicht noch schlimmer. Da können wir die Zeit mal gut nutzen an diesem Wochenende. Ich ziehe mal gleich eine Achtsamkeitskarte, um mal zu schauen, was hier der Rat ist, wann, wie, wo man das gut machen kann. Dieses Stabilität in sich selbst aufbauen. Natürlich auch Wurzelchakra stärken ist dein Thema. Hier, schau mal, haben wir hier schon ein Vision Board für deine Vision. Also wäre vielleicht eine gute Zeit, jetzt schon mal mit deinem Vision Board anzufangen, auch fürs neue Jahr. Was soll da alles passieren? Was nimmst du dir vor? Was willst du erleben? Ich habe aber auch Energiearbeit. Und da haben wir hier, was ich gerade gesagt hatte, die Chakren, ne? Die Chakren, die wirklich sagen,
Ja, baue diese Core-Stabilität auf. Hier, alle Chakren miteinander. Also fange im Wurzelchakra an und arbeite dich nach oben. Es gibt tolle Meditationen dazu, es gibt tolle Übungen. Google dich einfach mal durch, guck auf YouTube. Da gibt es so, so viele tolle Möglichkeiten, das zu tun. Ich kreiere dem nächsten Chakren-Workshop. Aber dauert noch ein bisschen. Erstmal habe ich die Rauhnächte. Kannst du dich auch anmelden. Am 21. geht's los. Link hier auch irgendwo. Hier oben. Unten auf jeden Fall. Aber diese, weißt du, wenn du so gerade bist, wenn du so verwurzelt bist, wie hier dieser Baum, dann wächst du mit dem Licht und auch dunkle Momente können dich nicht erschüttern. Es geht gar nicht. Sie tangieren dich nicht so sehr. Natürlich kriegst du sie mit, aber es ist halt nichts, was dich im Grundfesten deines Seins erschüttert. Warum auch? Weil du bist ja in dir, in deiner Kraft. Niemand kann dir deine Kraft rauben. Das kannst du nur selber machen. Oder auch zulassen, natürlich, ne? Und wenn du mit dir verwurzelt bist, dann geht es einfach gar nicht mehr anders. Okay, wir gucken mal, was das Tarot uns noch sagen möchte hier zu diesem Wochenende. Mir gerade mein Nagellack abgeplatzt. Ist ja ein Ding. Vor lauter Kartenmischen. Was haben wir denn hier? 9 der Stäbe und 7 der Kelche. Ja. Ordnung reinbringen in dich und dein System. Ordnung reinbringen in das, was du willst, in deine Wünsche. Ordnung reinbringen in deine Gedanken. Deine Visionen mit Emotionen auffüllen. Das Ganze bunt machen, das Ganze aufgeregt machen. Was kickt rein, was nicht? Was ist ein netter Wunsch, ein netter Traum, würde dich aber nicht wirklich halten und durch dein Leben bringen? Und was ist so fundamental genial, dass du jetzt schon weißt, dass du es dir holen wirst, obwohl du nicht weißt, wie? Was der Weg dahin ist, keine Ahnung, aber du weißt, dafür bin ich hier. Dafür bin ich gemacht. Wie geil ist das denn? Und da kriegst du einen richtig schönen Wachstums- und Heilungsschub rein in diesem Wochenende. Und ja, wie geil ist das denn? Um dann deine neuen Pläne auszugestalten, um es dir dann eben auch zu holen. Um wie Phönix aus der Asche deinen Weg weiterzugehen und zu sagen, krasser Scheiß, ey. Ich stehe für nicht weniger als außergewöhnlich zur Verfügung. Normal war gestern. Ich mache nur noch außergewöhnlich. Warum? Weil ich bin alles außergewöhnlich. Ich bin Teil des Universums. Das Universum hat mich hierher geschickt. Deswegen bin ich alles außergewöhnlich. Und ich höre auf, mich und das Universum zu langweilen, indem ich, naja, ein Baum bin, der umfällt. Nein, ich bin jemand, der absolut in seiner Kraft ist. Und ich stehe auch immer wieder auf. Ich hatte gerade ein sehr, sehr schönes Gespräch mit der lieben Solveig Berg, bei der ich ja neulich ja auch im Interview war. Schau da gerne mal rein, wenn du das magst. Und wir auch gesagt haben, so ein Wort wie Scheitern gibt es nicht. Das Universum will nicht, dass wir scheitern. Natürlich fallen wir hin, aber wir stehen auch wieder auf. Scheitern ist doch im Grunde nur, wenn du liegen bleibst. Und dieses Wiederaufstehen und nochmal machen und nochmal machen, macht dich eben auch zu der Summe der Erfahrungen, die du bist. Auch das lässt dich alles außergewöhnlich sein. Und damit hier diese Wiederauferstehung zu machen, deinen Schutzengel tröten zu hören oder dein inneres Ich tröten zu hören und zu sagen, hey, wir holen uns das, was uns zusteht und keinen Deut weniger. Aber dazu müssen wir halt erstmal wissen, was das ist. Woher wissen wir das? Aus der Verbundenheit mit uns selbst. Weil ansonsten lassen wir uns vielleicht von unseren Träumen und Visionen abbringen, weil wir die anderer übernehmen und gar nicht mit unseren eigenen verbunden sind. Und dann bitte Vision Board kreieren. Erst die Verbindung zu uns aufbauen, Vision Board kreieren und dann losgehen und dir holen, was dir zusteht und nicht weniger als das. Und woran merkst du, dass es deine Vision ist? Weil sie was mit dir macht, weil sie dich emotional ankickt und sagt so, oh, geil, dann weißt du, bam, da geht's lang. So, jetzt gucken wir noch, welches Krafttier dich an diesem Wochenende begleiten darf. Welches Krafttier mit welcher Botschaft ist bei dir an diesem schönen Wochenende? Und da haben wir das geblümte Nashorn. Überwinde jedes Hindernis. Da haben wir es wieder. Es geht überhaupt nicht darum, was dir im Leben passiert. Es geht nur darum, wie du damit umgehst. Und mal ganz ehrlich, wenn ein geblümtes Nashorn zu uns spricht, dann geht es doch wohl darum, die Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie sind, sondern ist hier gerade eine Feder vorbeigeflogen? Habt ihr das auch gesehen? Ich vergaß meine Rede. Naja, auf jeden Fall ist alles dazu da, damit wir weiterkommen in unserem Leben. Und wir leben vorwärts, wir verstehen rückwärts, das wissen wir auch.
Aber unterm Strich geht es darum, ich in aller Verbundenheit mit mir selbst überwinde jedes noch so große oder kleine Hindernis, weil vielleicht erkenne ich es gar nicht mehr als Hindernis. Ich werde oft gefragt in Interviews, Denise, in welchen Momenten in deinem Leben bist du wirklich grundlegend gescheitert? Und mir fällt immer keiner ein, weil ich bin noch nie gescheitert. Warum auch? Weil es das heißt ja nicht, dass mir nichts Schlimmes passiert, aber ich stehe halt immer wieder auf. Ich finde Lösungen. Und darum geht es doch, lösungsorientiert nach vorne zu gehen. Und auch wenn du noch nicht alle Schritte kennst, aber wisse, du bist alles außergewöhnlich. Also brich auf und hol dir, was dir zusteht. Dazu musst du wissen, was du willst. Dafür kannst du dieses Wochenende perfekt nutzen und schreib gerne mal in die Kommentare, was es ist. Und wenn du Weihnachtsgeschenke haben willst, Stardust Journal. Okay, bis demnächst. Schönes Wochenende, deine Denise.